So, ich bin jetzt wieder im Nationalpark. Parco Nacional Timanfaya. Diesmal bin ich hin von Osten, von Westen hinaufgefahren von der Stadt Yaiza. Ich bin nach wie vor auf der Original Ironman Lanzarote Radstrecke. Die hat 180 Kilometer und sehr, sehr viele Höhenmeter. Wie Sie sehen, wir sind mitten im Vulkan, Vulkangesteinsgegend. Herzstück des Vulkanausbruches irgendwo in den 70er Jahren. Die Straßen sind hier perfekt. Das Gebiet ist sehr, sehr weitläufig. Man kann es mit Kamelen erkunden oder wie ich mit Pferdestärken. Ich schätze mal 0,20 maximal. Oder mit dem Bus hinauf. Es ist wie gesagt eine reine Gesteinsgegend mit ein paar Pflänzchen, die sich im Laufe der Jahre hier evolutionstechnisch Platz verschaffen haben. Ich roll gemütlich dahin. Bin circa 2 Stunden schon unterwegs. Knapp 45 Kilometer. 840 Höhenmeter habe ich bereits hinter mir. Und ein paar habe ich noch vor mir. Soll heute keine schwierige Etappe werden, sondern eine eher lockere. Wir haben noch ein paar Tage und am Donnerstag nächster Woche, nach dem Ruhetag am Mittwoch, fahren wir die 180 Kilometer, die Königsetappe. Letztes Jahr waren wir knapp in 7 Stunden 30 gemütlichen Trainingstempo unterwegs. Wenn wir schauen, was wir heuer drauf haben. Wettermäßig kalt heute. Da heroben sicher nicht mehr als 14, 15 Grad. Ich habe was erlebt, was ich auf Lanzarote bis jetzt noch nie erlebt habe. Unten an der Westküste hat es geregnet. Für spanische Verhältnisse eher ein Wolkenbruch. Für unsere Breitengrade ein kleiner Sommerschauer. Aber die Straßen waren nass und meine gesamte Bekleidung war ziemlich feucht. Ist es nach wie vor, aber diesmal nur vom Schwitzen. Ja, ich zeige noch ein bisschen die Gegend. Vulkan. Und jetzt fahre ich da hinauf, dann geht es wieder hinunter. Und tschüss.